Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Matrizen. Hier werden wir zunächst einmal die mathematische Definition von Matrizen und einige der wichtigsten Rechenregeln kennenlernen. Die wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen folgen dann in späteren Videos. Hier haben wir also die Definition stehen. Eine Matrix ist im Prinzip ähnlich wie ein Vektor und zwar eine Ansammlung von Zahlen, nun aber in einem rechteckigen Schema. Ich habe also nicht wie bei den Vektoren entweder Zeilen oder Spalten, sondern ich habe beides. Ich habe hier eine Matrix mit m Zeilen, A11, A21 bis AM1 und n Spalten. In der ersten Zeile gehe ich dann von A11 zu A12 und so weiter bis A1n. Man sagt dazu auch, das ist eine m Kreuz n Matrix. Und auch das ist also nur ein Konstrukt, wo wir jetzt mehrere Zahlen auf einmal behandeln und in einem einzigen Symbol zusammenfassen. Wir verwenden hier Großbuchstaben, die wir auch wieder fett drucken auf den Folien für die Matrizen, um anzuzeigen, dass das eben nicht nur eine einzelne Zahl ist, sondern gleich eine ganze Ansammlung von Zahlen. Die Anwendungen von solchen Matrizen in den Wirtschaftswissenschaften folgen eben später. Ich möchte hier nur ganz kurz andeuten, wofür das denn nützlich sein könnte. Eine wirtschaftswissenschaftliche Anwendung könnte zum Beispiel sein, wenn wir ein Aktienportfolio haben und uns anschauen, was ist denn die Rendite von unserem Aktienportfolio. Wir könnten dann zum Beispiel n verschiedene Wertpapiere haben und am ersten Tag, also hier hätten wir dann den ersten Tag und das ist dann das erste Wertpapier bis hin zum n-ten Wertpapier. Und dann könnten wir da die Renditen eintragen. Und hätten also die Rendite vom ersten Wertpapier am ersten Tag, vom zweiten Wertpapier am ersten Tag bis zum n-ten Wertpapier in unserem Aktienportfolio am ersten Tag. Und dann haben wir das gleiche am zweiten Tag bis hin zum m-ten Tag. Haben also m Zeitpunkte von n Wertpapieren und haben uns jeweils die Renditen rausgeschrieben oder die Börsenkurse oder was mich sonst interessiert. Und dann hätte ich also hier eine Matrix, in der ich das alles zusammengefasst habe. Hat zunächst mal noch keinen unmittelbaren Vorteil, aber wir sehen dann hinterher, dass wir viele Rechnungen ganz schematisch mit solchen Matrizen machen können und gar nicht wissen müssen, wie viele Elemente das genau sind. Und wir sparen uns ganz viel Schreibarbeit oder extra Nachdenken, was das jetzt heißt, indem wir das eben einmal für die gesamte Matrix machen. Zusatzhinweis: Eine Matrix, die genauso viele Zeilen wie Spalten hat, also wo m gleich n ist, die nennt man auch eine quadratische Matrix. Hat man also ein quadratisches statt nur ein rechteckiges Schema. Und dann können wir uns hier ein paar spezielle Matrizen anschauen. Wir kennen also die Vektoren schon. Alle Vektoren sind ein Spezialfall der Matrizen. Also ein Spaltenvektor ist eben nur eine Spalte und ein Zeilenvektor nur eine Zeile in dieser Matrix. Ein anderer Spezialfall, den wir im Nachfolgenden häufiger noch brauchen werden, ist die sogenannte Einheitsmatrix. Das ist eine quadratische Matrix, genauso viele Zeilen wie Spalten, wo auf der sogenannten Hauptdiagonalen hier nur Einsen stehen, also das Element 1,1 und 2,2, 3,3 und so weiter bis zum Element n,n. Ist jeweils 1 und alle anderen Elemente darüber und darunter sind 0. Und schreibt man häufig mit I aus dem Englischen wie Identity Matrix. Manchmal sieht man in deutschen Lehrbüchern auch ein E wie Einheitsmatrix. Das hieße also, wenn ich eine zweidimensionale Einheitsmatrix habe, sehe die so aus: Einsen auf der Hauptdiagonale und auf der Nebendiagonale Nullen. Eine 3×3-Einheitsmatrix. Einsen auf der Hauptdiagonale und ansonsten nur Nullen und so weiter. Wird uns also in nachfolgenden Videos noch einige Male begegnen. Und nun wollen wir natürlich auch mit Matrizen
rechnen. Und da schauen wir uns die gleichen Rechenoperationen an, die wir im letzten Video auch schon für Vektoren kennengelernt haben. Also mal die Addition und Subtraktion und die Multiplikation mit einem einzelnen Wert, einem Skalar. Und das funktioniert genau wie bei Vektoren komponentenweise. Also wenn ich die Summe von zwei Matrizen A plus B bilden möchte, dann müssen A und B beide dieselbe Dimension haben. Hier auf den Folien sind beides M kreuz N Matrizen und das Ergebnis ist dann eben auch wieder eine M kreuz N Matrix, wo ich dann das Element 1, 1 jeweils aufaddiert habe, das Element 2, 1 jeweils aufaddiert und so weiter und so fort. Und genauso könnte ich auch die Differenz hinschreiben. Und dann sehe ich eben, wenn ich Summen oder Differenzen von Matrizen bilden möchte, dann ist es sehr viel kürzer, A plus B einfach nur symbolisch hinzuschreiben, anstatt das für jedes Element explizit aufzuschreiben. Auch hier kann man sich wieder vorstellen, wenn man in einer Tabellenkalkulation damit rechnet, kann man auch dort das Gleiche machen. Da kann man so einen rechteckigen Bereich auswählen in der Tabelle und kann den aufaddieren. Und für die Skalarmultiplikation mit einer einzelnen Zahl gilt auch hier dasselbe. Das kann ich eben einfach elementweise durchführen. Wenn ich eine einzelne Zahl, Gamma beispielsweise, mit der Matrix A multipliziere, multipliziere ich jedes Element mit Gamma. Und damit können wir auch hier wieder einfache Gleichungen von Matrizen schon wieder auflösen. Haben hier drei 3 kreuz 3 Matrizen in der Angabe einmal stehen, A, B und C. Und man soll dann zwei Matrixgleichungen auflösen. Die erste Matrixgleichung ist ganz einfach. A plus x gleich b. Naja, da ziehe ich minus a auf beiden Seiten ab und bekomme x ist gleich b minus a und kann das hier direkt hinschreiben, muss also b minus a Element für Element rechnen. Also 6 minus 4 ist 2, 2 minus 12 ist minus 10, 4 minus 8 ist minus 4, 2 minus 8 ist minus 6, minus 8 minus 16 ist minus 24 und so weiter und so fort. Und damit kann ich dann diese Gleichung nach x auflösen und kann mir mein x ausrechnen. Die zweite Gleichung funktioniert im Prinzip auf die gleiche Art. Ich stelle zunächst mal die Gleichung um und setze dann ein. Schauen wir uns gleich auf den Folien noch an. Ich klicke hier einmal weiter. A plus x gleich b. A auf beiden Seiten abziehen. Einsetzen. Ausrechnen und dann bekommen wir diese Matrix, die ich eben ja schon begonnen hatte, auszurechnen. Dann nehmen wir die zweite Gleichung her. X plus 6 mal C soll dasselbe sein wie 1/2 mal A minus 2 mal X plus 3B. Und auch da muss ich jetzt auflösen, werde also alle Terme, die von X abhängen, auf die linke Seite bringen, alle anderen Terme auf die rechte Seite bringen und dann entsprechend einsetzen. Im Prinzip ist dabei nichts besonders zu beachten. Ich kann das genau machen wie in einem eindimensionalen, weil ich hier eben nur Summen und Differenzen und die Multiplikation mit einzelnen Zahlen stehen habe. Und da kann ich rechnen, wie ich das aus dem eindimensionalen gewohnt bin. Also lösen wir hier einmal die Klammer auf, dass 1/2 mal a minus x kommt dann heraus. Alles andere haben wir stehen gelassen. Dann bringen wir das eine x auf die linke Seite und die 6c auf die rechte Seite. Rechnen also plus x und die 6c ziehen wir ab. Und dann haben wir da stehen 2 mal x ist gleich 1/2 mal a plus 3 mal b minus 6 mal c. Und dann muss ich noch mit 1/2 durchmultiplizieren. Und habe dann also 1/4 mal a plus 3/2 mal b minus 6/2 oder 3 mal c. Und da muss ich diese drei Matrizen A, B und C einsetzen, mit den jeweiligen Skalaren multiplizieren und zusammenrechnen. Das ist lästig, dauert lang, wenn man das zu Fuß macht, ist aber nichts, was besonders kompliziert ist, führe ich hier gar nicht im Detail vor und zeige nur die Lösung an, die dabei herauskommt. Einfach selber ausprobieren, nachmachen und dann sieht man gleich, dass da nichts weiter bei ist, dass es aber eben schön ist, dass man zunächst mal diese
das Auflösen der Gleichung symbolisch machen kann mit unserer Matrix-Schreibweise und erst ganz am Schluss beim Einsetzen wirklich mit diesen ganz vielen Zahlen hantieren muss und alle anderen Rechnungen vorweg ganz einfach machen kann, so wie wir es aus dem Eindimensionalen kennen.